weg. Das war ja jetzt mal richtig dämlich. Ich habe mich so auf die vorderen Dinger da konzentriert. Ich dachte schon auf das Gequatsche von dir. Nee, nee. Das war jetzt mal richtig dämlich. Also das Schiff, das bewegt sich gerade wie irgendwie im Quark. Das merkt man wahrscheinlich, wenn man zuguckt, nicht so, aber wenn man spielt, ja, ist das echt heftig. Vor allem, wenn man das Gefühl, du musst das Joypad irgendwie noch 3 cm tiefer drücken. Vor allem, wenn man die anderen Versionen halt kennt und gewohnt ist eigentlich, ne? Der war jetzt gut platziert. Mhm, auf jeden Fall. Hektisch hier. Oh, hallo! Denk dran, was du mir gesagt hast. Nicht zu viel bewegen im Ballerspiel. Ja. Alter Schwede, das bremst ja tierisch aus. Das habe ich eben gar nicht so gesehen, als du gespielt hast. Schon gesagt, ob der Level hier irgendwie aus R-Type 2 jetzt ist, das zweite? Das ist irgendwie eine ganz komische Mischung. Ja. Also der Grafikstil ist R-Type 2, einige der Gegner sind R-Type 1 und R-Type 2, aber keines dieser Level bisher kommt mir in dem Sinne bekannt vor, dass es irgendeinem dieser beiden Teile wäre. Okay. Das ist jetzt auch ein ganz nettes Power-Up, ne? Du schießt quasi auf deine Force vorne und die schießt oben, unten und nach vorne. Genau. Dann das ist auch ganz geil. Endlich noch so. Jetzt bewegt sich für euch als Zuschauer, jetzt bewegt sich das Schiff einigermaßen normal. Nach 2 Speed-Ups. Oh, durchaus. Oder will ich den doch? Vielleicht ist er für den Gegner doch ganz sinnvoll. Vermutlich eigentlich schon, weil sonst hätten sie nicht direkt davor funktioniert. Nicht unbedingt, oder? Aber es kann gut sein, dass ich damit mich in irgendeine Ecke stellen kann, jetzt irgendwie und den treffe, ohne dass ich davor schon stehen muss. Verstehe. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil der Druck auf den Auge trifft. Ja. Wahrscheinlich gibt es genau eine Stelle, wo du stehen musst, damit dieser Schrägschuss. Ja, genau. Wahrscheinlich der Schrägschuss, der aufs Auge gehen muss. Versuch die mal zu finden, wenn du einen normalen geraden Schuss hast. Die Stelle. Ja. Dann schau eigentlich da. Wow. Das war aber knapp. Das war nämlich sein Schuss, hast du gesehen? Ja. Oh, ist hinten was kaputt gegangen? Okay. Ja, viel Platz. Ja. Das wird aber jetzt schon echt haarig hier. Vor allem, ich habe noch nicht so wirklich rausgekommen. Ich weiß aber nicht warum. Ja, weil du hast ihn ja eigentlich auch nicht mehr getroffen am Ende gefühlt. Doch, also jetzt schon, aber nicht mehr immer nur so ein bisschen, immer nur so ein bisschen. Okay. Ja, ich bin ganz begeistert. Stage 3 kommen wir jetzt schon. Ich meine, das Ausbremsen kommt einem natürlich so ein bisschen entgegen. Wow, das war flott hier. So, und jetzt nämlich die Schwierigkeit. Versuch den jetzt mal vorne anzudocken, ohne dass du in irgendeinen Gegner reinfliegst. Der hat sich aber eben auch echt super langsam bewegt. Schande. Aber hallo. Ja, aber hier ist Speed gut. Nicht schlecht. Respekt. Hier ist Speed richtig gut. Aber wenn er jetzt nicht langsam ist, dann bin ich jetzt schon ziemlich flott unterwegs. Es ist
so verdächtig ruhig gerade. Ja, ohne Gegner an der Stelle. Ah, wegen dem Wasserfall. Ja, das muss er auch wissen. Ah, scheiße. Ich glaube, du bist zu früh nach unten gezogen einfach, oder? Nein, der Wasserfall zieht dich nach unten. Ach, der ja, zieht dich nach. Das musst du natürlich wissen. Scheiße. Ah, jetzt haben wir den guten Schuh. Jetzt haben wir schlechte Karten hier. Jetzt wird's richtig. Ich kann mich kaum bewegen jetzt hier mit der Geschwindigkeit. Das ganze Knicken, da kann ich nicht mal ausweichen, gescheit. Das macht es ja noch schwieriger. Also das ist ja fast nicht möglich. Nee, das ist eines der großen Probleme bei diesen Ballerspielen. Entweder du spielst das alles in einem Rutsch durch und hast den besten Schuss oder du hast ein Problem. Ja. Einmal kaputt gegangen mit so einem Standardschuss. Weil jetzt bin ich so langsam. Ja. Da musst du im Prinzip ja genau wissen, wo die Gegner jetzt auch hinfliegen. Ich habe keine Chance auszuweichen, wenn hier einer auf mich zukommt. Ja. Ich bin zu langsam. Wahnsinn. Ich bin zu langsam. Wahnsinn, echt. Er ist klar. Da schwitze ich ja schon neben dir mit dir. Das war jetzt natürlich total easy. Ja, klar, aber. Super. Du hast jetzt einen tollen Schuss verloren. Hallo, komm mal her. Hier hin. Hey, Mann! Oh, das gibt's doch wohl nicht. Du bist zu langsam. Das ist das Hauptproblem. Der Schuss ist nicht mehr das Problem, aber du bist zu langsam. Du kannst nicht reagieren. Das ist echt der Tod hier in dem Level. Keine Chance. Nicht ohne. Machen wir noch ein Continue? Ja. Ich würde gerade sagen, ich könnte jetzt nochmal nachgucken, ob hier irgendwas drinsteht, wie viele Continues wir haben. Aber ich habe vorhin nichts gesehen. Dass es unendlich sind. Es wäre eine faire Geste auf jeden Fall. Ich glaube, du konntest. Das war bei der PlayStation-Version, da konntest du die Anzahl der Continues auch auf unendlich oder 99 oder irgendwas stellen. Ja, beim Spiel mit so einer Schwierigkeitsstufe natürlich echt auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ne, steht aber auch nichts drin, wie viele Continues man hätte. So, herkommen, verdammt nochmal! So. Und wir erinnern Alter kurz nochmal. Schwede, ey, das ist aber hier richtig bitterböse. Ja, guck mal, wie viel er rechnen muss hier. Wir erinnern nur kurz nochmal dran, wir spielen auf easy. Ja, genau so. Jetzt gehen wir nochmal durch diese scheiß Ding da durch. Oh Mann! Du Kotzen! Weiß ich wenigstens, wo die Gegner kommen. Der fliegt nach vorne, der Drecksack. Na, was ausdrücken? Ja, wir spielen hier ein Ballerspiel, was denkst du denn? Also wenn euch gleich ein Super Nintendo Controller in die Kamera geflogen kommt, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr eine andere Generation seid als wir, so ging das damals auch zu vor dem Bildschirm. Ja. Und noch schlimmer. Das mit den Joypads an die Wand knallen war kein Witz. Nee, das ist nicht nur so ein Spruch. Das ist wirklich so gewesen. Und woran liegt das? Weil diese Spiele damals einfach viel kürzer waren und viel mehr darauf angelegt waren, dass du trotzdem lange Spielzeit damit hast. Und das ging nur durch unfaire Stellen, so wie diese hier. Und irgendwann kocht dann so der Frust immer weiter. Definitiv. Aber hier hat man wenigstens noch ein paar Continues. Ja. Es könnte aber wirklich auch sein, dass sie unendlich sind. Das wäre auf jeden Fall mal eine faire Geste, wenn wir unendliche Continues hätten. Ich komme nicht weg vom Fleck. Vorne fliegt.
Sehr schön. Sehr gut. Ja, so. Zieht der Wasserfall stark nach unten? Ja, oder? Schon. Ja, du musst mit also vorwärts so hier. Oh ja, ja. Doch, ja, ja. Wenn du da drin stehen bleibst, dann hast du sofort verloren. Entweder du fliegst mit Schmackes durch. Mit Vollspeed. Spring! Ah, Mann, jetzt, ich hab's gesehen. Du hast auf den Dings geachtet und nicht mehr auf den da unten. Ah. Klatze. Aber das ist alles noch nichts gegen den Level auf dem Amiga, wo man gegen dieses mit Kanonen bewaffnete Schiff, ja, das Schiff abfliegen muss. Das ist dermaßen voll von unfairen Stellen, dass du am liebsten den ganzen Rechner irgendwie platt machen würdest. So, jetzt bin ich schneller als du. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Oh. Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Das weiß ich auch nicht. So, ja, viel Spaß. So, jetzt. Grandios. Wäre vielleicht besser unten lang gewesen. Wenn man es kaputt kriegt. Ah ja. Das dauert aber ein bisschen lang. Ja gut, oder das, deine Force macht es komplett kaputt. Na, hoffentlich. Und von hinten kommen auch noch Gegner, das ist ja super. Ja, das ist total super, ist das. Ach, du, ja, und wie komme ich da jetzt raus? Das zieht dich nur runter. Nein! Von vorne? Bitteschön. Ich probiere mich einmal dran und dann gucken wir mal. Ja, R-Type ist halt auch so ein typisches Spiel, du musst die Level kennen. Ja, ne? Also es gibt ja Ballerspiele in verschiedener Art und Weise. Ich persönlich mag ja eher die, wo man wirklich mit Reaktion durchkommt und nicht den kompletten Level und die kompletten Patterns der Gegner irgendwie lernen und kennen muss. Ja. R-Type ist definitiv ein Spiel, wo man den Level kennen muss. Man muss wissen, was einen erwartet. Man muss die Gegner kennen einigermaßen. Ja. Man muss die unfairen Stellen muss man insoweit kennen, dass man weiß, so wie das jetzt, ich muss jetzt hier durchfliegen oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja. Das wird's verteufelt. Das schwer, ist einfach so. Mein Licht hinter mich. Achtung. Ich hab gesehen. Wir wissen, dass wir direkt runter können und gegen die Wände schießen müssen. Das bringt natürlich auch ein paar Sekunden. Jetzt wird es vielleicht ja Sinn machen, das Ding hinter uns zu setzen. Vielleicht. Kriegen wir aber, glaube ich, so nicht wirklich gewuppt. Doch, kriegen wir. So, jetzt bräuchte es wieder vorne, bitte. Das kannst du aufsammeln. Das da? Ja. Sicher? Ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich auch das Gefühl, es ist wahrscheinlich echt nur ein Gefühl, aber dass der noch langsamer hier unterwegs ist als im ersten Level, das Raumschiff, ohne alles. Ja, weil natürlich mehr Gegner hier sind, ne? Wird natürlich mehr ausgebremst. Was sagst du zur Schwierigkeit im Vergleich zur Amiga-Version? Schwieriger? Also noch schwieriger? Für mich ist die Amiga-Version die unspielbarste, die es gibt. Okay. Für mich persönlich. Oh, das gibt's doch nicht, denselben Fehler nochmal. Ja, okay, dann dein Resümee zu der Version hier. Die ist gut. Das, was ein bisschen stört, ist halt, dass es so ein paar Slowdowns gibt. Das lässt sich schwierig einkalkulieren, gerade wenn du ausweichst. Ja. Das ist schwierig. Was ein No-Go ist, wirklich von Level Anfang, ja, das ist halt echt kacke. Ich meine, alle Schusskraft zu verlieren, ist schon schlimm genug. Und die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit vor allen Dingen, ja, genau. Ja. Und dann noch von vorne. Ich meine, auf der anderen Seite, dadurch läufst du wieder durch den ganzen Level und hast wieder alle Extras und kannst eigentlich den Level wieder so beenden mit der Schusskraft, die vorgesehen ist. Genau. Insofern vielleicht auf lange Sicht auch gar nicht so doof die Idee, aber es ist natürlich irgendwie so ein bisschen unbefriedigend, irgendwie immer von vorne anzufangen. Auf jeden Fall, ja. Also man
muss wirklich Zeit mitbringen, man muss die Muße mitbringen, Sachen immer wieder zu spielen. Ja. Und vielleicht ein Stück weit auch natürlich dann die Sachen auswendig zu lernen, sage ich jetzt mal, wo die Gegner kommen, was für ein Bewegungsmuster die haben. Ja. Aber von der Umsetzung her, ich finde es grafisch auf jeden Fall sehr schick. Die Musik ist toll. Ja, wie gesagt, Grafikstil ist eher so R-Type 2 mäßig. Ja. Soll es ja im Prinzip auch sein. Wie gesagt, eigentlich ein R-Type 2 Port mit neuen Leveln oder veränderten Leveln irgendwie. Ich habe bisher noch keinen alten Level gesehen. Insofern, so weit sind wir nicht gekommen. Oder ist es wirklich deswegen ein Teilport, weil sie halt die Level alle komplett umgebaut haben? Das ist wirklich nur so Anlehnung. Es gab ja auch andere Beispiele, Super Mega Turrican oder sowas zum Beispiel. Da sieht es auch aus wie Turrican 3, aber die Level sind komplett andere. Genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns mal wieder fürs Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal, wo wir uns die Gameboy-Version dann anschauen werden. Nochmal und ein bisschen vergleichen, wie die sich jetzt schlägt. Also bis dann, macht's gut, tschüss. Ciao.